Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kosmotier. Die Hirnzelle 1 ist am Start. Ich habe ein bisschen gepinselt und habe ein paar Buchstaben hier drauf gesetzt. Sollte auch das Thumbnail aus der ersten Folge gewesen sein. Und wir haben noch ein letztes Kopfgeld, was wir uns holen müssen, nämlich bei ihm hier. Und der hat sein Cockpit vorne, von daher werden wir da angreifen. Ich habe schon gemerkt, ich habe so ein bisschen Probleme damit, dass ich nicht genügend Leute an Bord habe, die die Geschütze bedienen. Deswegen schauen wir mal. Der fliegt jetzt erstmal auf Position. Unsere Schilde halten jede Menge ab, bis unsere Leute die Geschütze besetzen. Jetzt geht's los. Und da hat's ihn gerissen. Gut, fliegen wir mal ran. Ey, anhalten. Anhalten. Oh. So, dich fräsen wir auseinander. Da kommen sie raus. Diese Piranhas da in so einem Stück Fleisch, was ins Wasser geplumpst ist. Mehr geht nicht. Warte mal, da müssen wir ein bisschen umsortieren. Da hauen wir irgendwas raus, was uns... Wir können auf jeden Fall hier so ein Stack Platten entsorgen. Müssten wir die Spulen eigentlich noch mit reinkriegen. Können wir die irgendwie doppelklicken oder so? Gibt es irgendeinen Trick mit Steuerung? Mit Shift? Auch nicht. Gut. Das war's schon wieder? Das kann doch nicht sein. Eine Spule. Ah, jetzt. Einsammeln. Die sind mehr wert als die Metallplatten. Das war's. Okay. Lager voll. Wir müssen dringend umbauen. Das werden wir auch noch machen. Goodie. Dann haben wir alle Aufgaben erledigt und fliegen zu unserer Basis zurück. Die befindet sich hier. Ab durchs Asteroidenfeld. Also ich denke mal, ich werde jetzt gleich das Raumschiff umbauen. Wir bringen jetzt erstmal, holen wir das Kopfgeld ab und holen neue. Da sind wir angekommen. So. Also, was habe ich noch ersetzt? Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Und zwar habe ich hier statt diesem Energiepuffer habe ich hier direkt einen kleinen Reaktor eingesetzt, weil ich hatte hier diesen, ich nenne es mal Atommüll gesammelt. Und damit kann man so einen Reaktor basteln. Ich denke, die Energie langt jetzt erstmal aus. Wir sind beim empfohlenen Energielevel von 1,4 wird empfohlen, wir sind bei 3, da haben wir wirklich genügend. Und wir brauchen mehr Crew, das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen erweitern. Jetzt werde ich jetzt aber so ein bisschen offscreen machen, das Umbauen, weil das dauert sonst ein bisschen lang und die Planung und. So, verkaufen wollte ich, genau. Ein paar Sachen wollen wir verkaufen. Wir geben erstmal unsere Kopfgelder ab. So, jetzt sollten wir gleich die Belohnung dafür kriegen. Dann dieses Hyperium, was wir eingesammelt haben, diese blauen Sachen, die brauchen wir für den Hypersprung. Soweit sind wir noch nicht. Wir machen ja erstmal die Galaxie fertig, von daher verkaufen wir das komplett. Stahl können wir auch, keine Ahnung, erstmal so. Wobei, wir bauen jetzt gleich um, ne? Ja, passt, komm. Wenn ich kaufe den Rest dazu, das geht schon. Bei den Spulen bin ich mir unsicher. Den Atommüll, da haben wir eigentlich erstmal genügend. Kriegen wir auch wieder neue durch neue Feinde. Prozessoren hebe ich auf, die sind relativ viel wert. Und wir handeln erstmal. Jetzt müsste hier, genau, da kommt der Schwarm schon los. Die Bediensteten aus der Station fliegen jetzt hier in mein Lager und holen das verkaufte Zeug ab. Und da kommen die ersten Credits rein. So, sehr gut.
Dann gehen wir mal in den Baumodus, in den Blueprint-Modus nicht vergessen. Da habe ich nämlich auch von hinten. Naja, lassen wir das. Ich habe auf jeden Fall rumgebaut und habe mich gewundert, warum auf einmal meine Ressourcen irgendwie im Weltraum rumschweben. So, wir müssten ein bisschen in die Breite gehen und wir müssten. Nein, die Breite müssen wir gar nicht gehen, auf jeden Fall in die Länge. Ich überlege jetzt gerade, was wir abschnippeln. Ich dachte, wir ziehen das Ganze einfach mal in die Länge. Das ist das Triebwerk mit. Das will ich nicht. Wie kriege ich das hier? Achso, das gilt als ein Block. Kann ich so ziehen? Jo. Gut. Steuerung X. Machen wir unser Raumschiff einmal ein bisschen länger. Wir müssen auf jeden Fall für mehr Crew sorgen, ne? Langt das schon? Wir mal überlegen. Oder wir machen noch einen. Wir wollen ja noch einen Bergbaulaser einbauen. Lass mal kurz überlegen. Der Bergbaulaser ist 6 lang. Plus ein Crewmitglied mehr. Ich denke, das langt am Anfang erstmal. A, haben wir nicht so viel Credits. Und B, können wir das ja immer noch umbauen später. Ich mach das mal so. So, dann brauchen wir einen Bergbaulaser. Achso, dann muss ich mir erstmal das Rezept für holen. Hier oben gibt es immer diese Rezepte, Baupläne kaufen und ich hätte gern den Bergbaulaser. Jetzt gehen wir wieder in den Baumodus und können den einbauen. Hier ist er. Den setzen wir direkt hier hinter. Und dann würde ich sagen, wie viel Crew sagt er denn jetzt? 15. Wir haben derzeit 12, also noch ein Quartier in die Mitte, dann müsste das erstmal reichen. Langfristig müssen wir halt immer mehr einbauen, ne? Das ist ganz klar. So, dann brauchen wir den Gang einplanen und wir brauchen noch ein bisschen Platz, um überhaupt Ressourcen zu lagern. Ich würde sagen, wir nehmen die langen hier. Da müssten wir eigentlich... Genau. Zack, zack. Und noch 2 Vierer. Gut. Türen. Achso, da ist kein Gang für das Spiel. So. Da ist der Gang. Da hat er auch schon Türen eingebaut. Dann hat er hier überall die Eingänge. Da kommt er überall hin. Hier oben, also machen wir noch ein paar Geschütze dran, würde ich sagen, damit wir ein bisschen mehr Firepower haben. Die passen hier doch super rein. Oh. Wieso ist die Crew? Da ist doch auch Crew. Na gut, das wird er sich aufteilen, gehe ich mal davon aus. Oder? Ja. Müsste gehen. So. Da kommen sie mal ran. Die kommen an die Schleusen noch dran. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Schub, weil wir sind natürlich wesentlich schwerer geworden. So. Schutz brauchen wir da oben erstmal nicht. Da haben wir unser Schild. Jo. Also wir verbrauchen komplett unsere Ressourcen plus 140. Haben wir noch irgendwas vergessen, überlege ich gerade. Die kommen an die Triebwerke hier unten dran. Ich muss mal so machen. Hier kommen sie. Jupp. Können wir die Türme so versetzen? Das macht mehr Sinn. Und die Quartiere, die müssen wir drehen, genau. Die müssen wir... So, die haben halt nur auf einer Seite Zu- und Eingänge. Deswegen... Ich würde sagen, einmal nach links, einmal nach rechts. So. Ne, dass wir einmal von links, einmal von rechts ran können. Und da müssen wir noch mehr Personal ordern. Das Spiel sagt jetzt 20. Wir haben nur 18. Okay, warte mal, wir brauchen noch mehr. Da wir die Geschütze versorgen müssen... Würde ich jetzt, glaube ich, einen der Frachträume drehen und hier noch einen, da können sie durchgehen. Genau, und würde das eine dann ersetzen durch ein Quartier, weil hier müssen sie an die Triebwerke ran oder wir schieben die Triebwerke nach unten. Genau, wir schieben die Triebwerke nach unten, das ist eine gute Idee. Weil dann können die hier die da unten befüllen, weil die kommen ja dann da ran, ne? So, und dann machen wir da oben, wo jetzt der eine Flecken frei geworden ist, machen wir das Quartier einfach hin. Hier so aufgeteilt über die zwei Räume. So. Das schnippeln wir noch ab. Und da ist auf der gleichen Höhe, genau. Jetzt machen wir hier noch die Crewquartiere hin.
So. Zack. So, jetzt nochmal wegen den Türen gucken. Hier können sie rein. Ich würde denen aber einen direkten Zugang gerne geben, dass sie einmal direkt durch können, nicht hier so über die Ecken gehen müssen. Dann können sie die nämlich betanken und direkt hier durchrennen sozusagen. Also straight. Das sind die Crewräume, die sind verbunden. Hier können wir keine Verbindung machen. Hier sind sie alle durchverbunden. Da müssen noch welche hin. Und hier müssen noch welche hin. Mach einfach ganz viele. Das kostet ja noch ein bisschen Credits. So. So, ich hoffe, das langt. Okay. Sehr gut. So, wie viel brauchen wir denn jetzt? Was sagt er denn? 20. Oh, da fehlen noch Türen. Habe ich gar nicht gesehen. Blueprint-Modus. Die Triebwerke können sonst nicht betankt werden. Noch irgendwelche, die wir vergessen haben? Zwischen den Triebwerken durchgehen halte ich für Nonsens. Meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, probieren wir es mal so. Eventuell müssen wir noch Gegenthruster bauen. Okay. Also, 20 Leute brauchen wir. Wäre noch immer teurer. So. Langt. Ich hoffe, hier stirbt jetzt niemand. Warte ich mal, bis sie an Bord kommen. Wie ist denn eigentlich ihr Energielevel? Empfohlen 3,3. Eieieiei, es wird ja immer schlimmer. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch noch einen Reaktor. Oder einen Puffer. Ein Puffer wäre vielleicht ganz gut, ne? Ein Kondensator. Könnte man noch einbauen. Nur wo setzen wir den hin? Da müssen wir jetzt schon wieder strecken. Wir können hier dazwischen zwischen die Crewquartiere setzen. Ziehen wir das hier ein Stück nach unten. Na komm. Wenn wir schon mal hier sind, bauen wir nochmal um. So viel Zeit muss sein. Ja, ja, ich weiß. Schrei mich anspielen. So. Und dann könnten wir eigentlich... Ja, machen wir den erstmal dazwischen. Können wir noch einen Lagerplatz dazwischen setzen, ne? So. Warte mal kurz. Die, na doch, das links und rechts passt. Die kommen hier überall dran. Hier bitte noch reinkommen. Den Zwischenraum noch füllen. Okay. Ah, wir sind official pleite. Okay. Wie viele Leute bräuchten wir? 20? Passt immer noch. So, jetzt lassen wir erstmal die Triebwerke auffüllen. Sehr schön. Geschütze sind besetzt. Ein bisschen was haben wir noch auf Lager. Okay, ich würde sagen, wir machen mal einen Testflug. Mal gucken, wie schnell das Ding ist. Oh, 93 ist nicht sonderlich schnell. Also es ist schon okay, aber es könnte schneller sein. Aber das passt erstmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Lagerplatz. Wir haben einen Mining Laser. Das ist schon top. Schon sehr, sehr gut. Wir können ja dann später noch Navigationsdüsen an die Seite machen. Oh, oh Gott, der Gegenschub passt aber gar nicht. Habt ihr das gerade gesehen, was das Ding navigieren musste? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Gegenthruster. Ich würde sagen, ich schiebe die noch ein bisschen nach unten, die an den Seiten, und mache hier oben nochmal welche hin. Und dann eventuell ein paar Panzerplatten, ja. Da müssten wir aber die Dings weiter nach außen setzen. 3,3, 24. Ich hätte gerne noch was, was ein bisschen gegendrückt. Antrieb. Die hier, oder?
Die aber noch gegen und nur noch außen. Ich gehe mal in den. Wir sind im Blaupausen-Modus. So, und die würde ich dann hier so drüber setzen. Das müsste doch gehen, oder? Bis hierhin geht die Hitze. Und hier hält er. Ich hoffe, das funktioniert so. Wir werden es erleben. Das können wir uns gerade so leisten. So, Schutz haben wir zumindest nach vorne. In den Seiten müssen wir später mal gucken. Da müssten wir die Triebwerke abschneiden, ein bisschen nach außen setzen und noch eine Hülle dran basteln. Und da noch ein bisschen mehr Schub. Aber das können wir ja auch machen, ne? Wenn die Triebwerke nach außen sind, können wir hier noch welche dran setzen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. So, jetzt fliegen wir aber erstmal los und machen noch ein paar Missionen. Wir rufen die Station und machen noch ein paar Kopfgeldmissionen, um ein bisschen Geld zu verdienen. So. Los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, der Bergbaulaser, weil der nimmt jetzt die Schiffe relativ schnell auseinander. Wir fliegen mal 93, naja. Kann man den noch verbessern. Da ist was Unbekanntes. Das gucke ich mir gerade mal an. Was ist das? Eine Hypersprungbarke. Ah ja, okay. Ah. Unser Ziel hat sich gerade enttarnt. Pause. Der hat sein Cockpit auch vorne. Sein Pech. So. Dass der immer so abtreiben muss, der verliert hier die guten Sachen. Weißt du, ich muss wieder später durchkehren. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir reparieren uns erstmal. Bevor. Ah, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht das Material. Jawohl. Ratzel. Ja, viel besser. Schön. I love it. Zap, zap, ist er weg. Können wir ein bisschen ranfliegen. Warte mal. Wir reparieren mal kurz. Und dann will ich mal ganz kurz... Jo. Mal gucken, ob wir die Decals hier verdrehen können. War das die Ebene? Steuerung X... So, das können wir jetzt hier in die Mitte setzen. Und dann können wir eigentlich auch einen Abstand einbauen, ne? Ich weiß, es ist nur Deko, aber... So, und dann machen wir... Gibt es eine römisch 1 oder wir machen eine Dings? Löschen. Löschen. Kommt da jemand? Nee, ist ein Freund. Hirnzelle 1, so sieht es besser aus. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Goodie. Dann zweite Mission, würde ich sagen, oder? Bald ist eine Hirnzelle XL, genau. Genau. Goodie, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ich finde, es sieht so krass aus, als würdest du hier so eine Silvesterrakete abfeuern. Die Anfangsmissionen sind nicht sonderlich spektakulär und ich werde auch für die nächste Folge mal gucken, dass wir noch irgendwie eine spektakuläre Mission raussuchen. Aber ich denke mal,
Das passt schon ganz gut. Ja, ich gehe erstmal auf sein Geschütz. Oh! Was bitte? Der Bergbaulaser kämpft mit? Oh, das wusste ich nicht. Okay, das war mir auch neu. Ich habe bis jetzt... Krass. Wie geil. Das ist ja nice. Das ist ja aber... Das finde ich ja cool. Stell dir mal vor, du machst ja so zwei Bergbaulaser da oben drauf. Ins Raumschiff rein und dann geht's los. Close Combat Bergbaulaser. Das Buttermesser. Wo fliegt der denn hin? Ach, da gibt es von der Crew jemand. Okay, cool. Dann... Next. Wir müssen unbedingt mal bei so einem Schrottplatz vorbeigucken. Es gibt nämlich hier so Schiffsfriedhöfe. Das dürfte wahrscheinlich auch so eine Warp-Barke sein. Bei dem man ordentlich Ressourcen rausbekommt, dann können wir damit ordentlich ausbauen. Mal gucken. Habe ich schon ordentlich erwähnt? Ich habe schon ordentlich erwähnt. Ja, wieder eine Hypersprungbarke. Randa. Ist auch noch was Unbekanntes? Ist das, wenn wir uns das erstes an? Oh, der Feind kommt ja eh. Oh, vielleicht fliegen wir da doch erstmal dahin. Bevor wir uns wieder mehrere gleichzeitig holen. Hallo, Pirat. Dein Kopf gehört mir. Die können mir echt fast leid tun, oder? Irgendwie habe ich so ein bisschen Mitleid. Gut, wir sind ganz am Anfang, ne? Ist natürlich jetzt auch... Guck mal, wie schön schnell das jetzt geht. War es schon fertig? Nee, jetzt haben wir noch einen. Ah, wir haben noch schön Platz. Wir sollten mal überlegen, ob wir... Ne, Quatsch, die Ladeluken können sie ja direkt in den Container nutzen. Ich dachte gerade, wenn der Luftschleuse, aber das brauchen wir nicht wirklich. So, hier war noch jemand, oder? Hier wollten wir noch hinfliegen. Das gucken wir uns noch an. Oh, hier ist so ein Schiffsfriedhof. Hier ist ein Schiffsfriedhof. Wie cool. Warte mal, ich hol mir mal den Feind. Mal gucken, ob das jetzt ein Fehler ist. Stopp. Oh, der ist aber ganz gut dabei. Okay, lass uns erst... Wir fliegen einfach komplett dran. Nee, das ist ein bisschen nah. So. Und machen seine Geschütze weg. So. Hast du Pech gehabt? Habe ich dich weggebratzelt? Da... Hier, tut mir leid, mein Freund. Cool. Ja, der Bergbaulaser war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da zu investieren. Sehr gut. So, wir können jetzt eigentlich hier nochmal gucken, ob hier noch was rumfliegt, was irgendwie benutzbar aussieht. Aber die sehen alle schon ziemlich abgefrackt aus, ne? Die Teile hier. Hier sind Triebwerke drin, die müssten eigentlich was bringen.
Ah, stopp, ihr auch. Stopp. Okay, ihr habt gesehen, meine Bremse ist jetzt nicht die beste, merke ich gerade. Sehr gut. Muss ich mal kurz gucken. Hier sind noch Spulen. Die sind auf jeden Fall mehr wert als das, was wir an Platten dabei haben. So. Bring das mal bitte raus. Da ist auch noch eine Spule. Sehr gut. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Wir sind ziemlich voll, ne? Ja. Ich denke mal, ein paar Metallplatten, das können wir verkaufen. Auch einen Satz Spulen brauchen wir auch nicht unbedingt. Eventuell erhöhen wir unsere Energie. Mal gucken. Ja. Guti. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geben wir es mal ab, oder? Wir hatten eigentlich mehr angenommen, aber ich fliege jetzt trotzdem erstmal zurück. Unser Lager ist ja richtig voll. Ab nach Hause. Cool, so ein Schiffsfriedhof ist, glaube ich, ganz lukrativ. Gut, genauso lukrativ, wie wenn du irgendwelche Ressourcen abbaust. Wobei du die halt nicht verarbeiten musst. Habe ich es gerammt? Ne, ich habe noch rechtzeitig angehalten. So, hier gibt es schon höhere Level. Ich weiß halt nicht, was wir am besten machen können. Ich verkaufe jetzt erstmal ein paar Metallplatten. Das verkaufen wir komplett. Und was? Tristahl? Was ist denn Tristahl? Okay, wir werden es rausfinden. So. Haben wir noch was dabei? Na, die Energie würde ich mir mal aufheben, die CPU-Kerne auch. Wir verkaufen erstmal den Kram. So schön, wie sie hier reinkommen und den Kram abholen. Voll die Ameisenstraße. So, das letzte Stück ist da. Das ist doch ganz gut. Ich würde sagen, wir haben in dieser Folge ein bisschen umgebaut. Wir haben die Hirnzelle zu einer, naja, schon Zweizeller, würde ich mal sagen, ist es geworden. Wir haben auf jeden Fall den Bergbaulaser drauf. Der ist ziemlich effektiv, finde ich. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.